Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist eine Freude, hier zu sein, auch eine große Ehre. Danke für das Vertrauen, aus Gottes Wort hier zu euren Herzen zu sprechen. Wir haben uns hier für den Anfang diese Frage gestellt, für die Vormittagseinheit: Was ist der Mensch wirklich? Das ist unser Gesamtthema. Da steht ja auch noch drüber, zwischen Elend und Größe, über das Menschenbild in den Psalmen. Warum müssen wir über solche Fragen reden? Nun, wir werden gleich noch etwas zu diesem Ganzen, was wir erleben, dem Kontext etwas sagen. Ich mache den Versuch, eine Einleitung für den ganzen Bibeltag im ersten Beitrag noch zu entfalten. Und wenn wir diese Fragen hier stellen, es sind ja einige Fragen, die hier auch nochmal projiziert sind, dann ist natürlich klar, dass wir zum Wort Gottes gehen, weil wir überzeugt sind von der Irrtumslosigkeit und von der Klarheit und von der Autorität und Inspiration der Schrift. Dort finden wir wahre Antworten, die ewig halten und nicht nur modern sind, die nicht altmodisch sind, sondern sie sind ewig. Deswegen gehen wir zu Gottes Wort. Das heißt, wir erwarten, dass wir in Gottes Wort realitätsentsprechende, also wahre Aussagen bekommen, richtige Aussagen, normative, also alles andere beurteilende Aussagen bekommen. Ich hoffe, dass dieses Grundbekenntnis zur Bibel am Anfang eines Bibeltages euch auch begeistert. Nun, warum ist dieses so wichtig? Wir stehen ja in einer Zeit, in der in überstürzend schneller Weise Jahrhunderte, ja man kann sagen Jahrtausende alte, bewährte Erkenntnisse, Einsichten und Normen und Verhaltensweisen einfach verworfen werden, umgestürzt werden. Und ich möchte mit 4 Schlaglichtern dieses etwas umreißen, beleuchten. Das erste Schlaglicht soll zeigen, dass immer mehr Menschen die Schöpfung und den Schöpfer damit verleugnen. Einher geht ja damit dann auch eine Verhöhnung und eine Ablehnung der Schöpfungsordnung. Und das nimmt ja immer skurrilere und absurdere Formen an. Wir sehen hier das Bild der Dame Ketanji Brown Jackson. Präsident Biden in den USA hat sie als Kandidatin nominiert für das oberste Richteramt in den USA. Und diese Dame wird natürlich dann auch im Senat befragt. Und eine andere Dame, die Frau Marsha Blackburn aus Tennessee, stellte ihr diese Frage: Can you provide a definition for the word woman? Auf gut Deutsch, können Sie uns eine Definition des Begriffes Frau geben? Nun, Frau Jackson hat lange nachgedacht und sagte dann letztlich: No, I cannot. I'm not a biologist. Auf gut Deutsch, nein, kann ich nicht, ich bin doch keine Biologin. Ich glaube, wenn die austreten muss, weiß sie, welche Tür sie nehmen muss. Oder? Hatte nicht Präsident Biden gesagt, er möchte gerne eine farbige Frau dort hineinwählen? Woher weiß er, wo er zugreifen muss? Dann sagt man, ja gut, die Augen sind ja da, er weiß, welches People of Color sind, aber bei dem anderen ist man dann da blind oder wie? Man arbeitet daran, dass wir nicht mehr wissen, was ein Mensch ist. Dass man nicht mehr weiß, was eine Ehe ist, dass man nicht mehr weiß, was eine Familie ist. Aber nimmt uns das Wunder. Wir müssen mal ein bisschen zurückschauen. Ich rede sehr grob, aber vor 200 Jahren hat man die Bibel tot gemacht. Und vor 100 Jahren hat man Gott für tot erklärt. Und jetzt ist halt der Mensch dran. Wir werden den Menschen für tot erklären und was Neues erfinden. Nun, Bibelleser wissen natürlich, dass sich hier vor unseren Augen das Gericht Gottes entfaltet, wie er es in Römer 1 schon angekündigt hat. Erstes Schlaglicht. Aber das zweite ist, der Mensch, das setzt sich gerade sofort, wird reduziert zu einer Sache. Zu einer Sache. Nun, ich rede jetzt nicht von der Leibeigenschaft, von dem Sklaventum, wo der Mensch wie eine Sache behandelt wurde. Nein, ich rede davon, dass man behauptet, dass der Mensch nur Materie sei, nur Chemie, nur Kohlenwasserstoff. Und inzwischen behauptet dieser Mensch hier,
der israelische Geschichtsprofessor Yuval Noah Harari, dass der Mensch im Wesentlichen ein Algorithmus sei. Und daher könnte man auch bald leben, eben auf Servern, auf Rechnern im Internet. Und das ist doch wirklich ein Absturz ins Finsterste, in die Finsternis des Abgrunds, weg von dem hellen Licht, das doch strahlt auf den ersten Seiten, wo geschrieben steht, Gott spricht dort, lasset uns Menschen machen. Und dann kommt es in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und kurz darauf heißt es, und Gott schuf, nach diesem Vorsatz, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er ihn. Punkt. Und da wollen wir uns dran festhalten. Aber das zweite Schlaglicht zeigt, wie weit wir davon weggezerrt werden, den Menschen zu einer Sache zu machen. Gleichzeitig erhöht sich der Mensch dann in atemberaubender Hybris über den Schöpfer Gott. Er will den Menschen neu erfinden, sozusagen als Chimäre aus Biologie und Technik. Und das ist der transhumanistische Traum. Und dazu kann man heute Abend noch mehr hören. Und dieser Traum wird von vielen geteilt, auch vom Leiter der WEF, dem Klaus Schwab, der hier da steht oder sitzt. Und dieser Harari, einer der Lieblingspropheten oder Redner von Herrn Schwab, der ist ja fasziniert von der Idee, dass der Mensch sich im transhumanistischen Projekt weit über den Schöpfer erheben könnte, weit weg von dem Schöpfer, der ja nur so primitive biologische Menschenarten erschaffen konnte. Und sie würden ja dann doch mit ihrer angestrebten Chimäre aus Mensch und Technik doch viel, viel weiter gehen. Eine Kreatur selbst erschaffen, also der Mensch als Schöpfer, die viel besser ist und leistungsstärker und wie sie ja eben meinen, ewig lebend auf irgendwelchen Servern im Internet, solange die Steckdose Strom liefert. Und da wird von Harari die ausführliche Idee formuliert, wir werden Gott überholen. Das, was wir schaffen werden, ist weit mehr als er mit seinen komischen kohlenwasserstoffbiologischen Dingern, die da sterben und leiden. Mensch sagt, ich werde Gott überholen. Das muss ja ein ziemlich verrücktes Projekt sein. Welcher Geist hat diesen Vorsatz den Schwabs und Hararis dieser Welt da ins Hirn gepflanzt? Welcher Geist? Und als viertes Schlaglicht in Fortsetzung auf die Frage, wer hat es gepflanzt, müssen wir gar nicht weit suchen. Weil diese Lüge, ihr werdet sein wie Gott, kann man ja an Irrsinn nur toppen mit, ihr werdet über Gott stehen, oder? Und Harari träumt, Zitat, wir sind die letzte Generation Homo sapiens. Und ein weiteres Zitat, durch das Hacken von Organismen könnten die Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst neu zu gestalten. Zitat Ende. Also es geht darum, eine neue Herrenrasse zu entstehen lassen, die heißt dann der göttliche Mensch, Homo Deus. Und Herrenrasse, das klingt ja immer noch vertraut, oder? Und umso beklemmender, dieser Ausdruck. Wer darüber mehr wissen will, kann heute Abend in ein Seminar gehen. Auch Martin Erdmann hat ein langes Werk darüber geschrieben, ein mehrbändiges Werk, und hat eine ganz gründliche Analyse hier geliefert von diesen Vorstellungen dieser Akteure des Fortschrittsglaubens und dieser uralten Idee der menschlichen Vergöttlichung. Wir müssen uns das anschauen, ich gehe nicht weit zurück, es hat ja viel längere Wurzeln, aber träumten nicht die Nazis schon von der Herrenrasse? Träumen nicht die Freimaurer seit Jahrhunderten davon, dass der Mensch Gott gleich werde? Sind nicht die Mormonen davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Gott wird und dass alle, die jetzt Götter sind, ihrer Vorstellung nach, da gibt es ja viele, die hocken auf irgendwelchen Planeten rum, früher Menschen waren? Diese Idee, der Mensch könnte Gott werden. Und jetzt begeistern die Transhumanisten, die diesen Traum sozusagen technologisch weiter träumen und mit massiven Geldmengen unterstützen, davon und rufen unsere Spitzenführungskräfte zu ihren Hochämtern beim WEF oder an anderen Stellen. Dafür sollen sie begeistert werden für dieses Projekt. Wir werden Gott überholen. Ich ziehe ein kurzes Fazit aus diesen vier Schlaglichtern, die uns hier ein bisschen den Kontext geben.
geistesgeschichtlich, auch politisch. Das wahre Menschsein also, wie es der Schöpfer, man muss sagen, göttlich genial hervorgebracht hat und auch uns mit Sinn und mit Ziel versehen hat. Gestern bei der Jugend haben wir über Zielorientierung gesprochen, um ein erfülltes Leben führen zu können. Und wo auch Gott gewisse Grenzen gesetzt hat und mit diesen Grenzen, mit seinen Geboten einen Segensraum abgesteckt hat und den Menschen mitten hineingesetzt hat, um ihn dort zu segnen, genau dort, nicht jenseits. Genau dieses wird angegriffen, massiv. Also der Mensch schafft sich in seinem Streben nach Vergöttlichung als Mensch ab, ist uns das klar? Und dann in seiner Gottlosigkeit tötet er sich letztlich selbst, um einer technologischen Fiktion nachzulaufen, die zu seiner Selbstüberhöhung und Vergottung führen soll. Also ich denke mir, das kann ja nur zu einem erneuten Gericht Gottes führen, zu einem noch tieferen Absturz in ewige Finsternis. Also diese Schlaglichter beleuchten das aktuelle geistesgeschichtliche und politische Umfeld, in dem wir uns bewegen. Das war die düstere Seite, ab jetzt strahlt die Sonne, okay? Schauen wir uns den biblischen Kontext an. Wir müssen ja von den Irrlichtern weggehen zu dem göttlichen Licht des Wortes Gottes, deswegen machen wir Bibeltag. Und wir werden beim Bibeltag dieses Mal genauso wie beim letzten Mal 5 Psalmen anschauen, das wurde schon erklärt. Aber es geht uns jetzt genau um das Menschenbild, das zumindest in diesen Psalmen transportiert wird. Und deswegen will ich jetzt auch eine kurze theologische, biblische Einordnung versuchen zum Psalter der 5 Psalmbücher. Und manche werden sagen, ja genau, das haben wir vor einem Jahr gehört. Und wer neu da ist, freut sich umso mehr. Wiederholung ist die Mutter der Didaktik. Also der biblische Kontext unserer Vorträge. Auch da nur ganz wenige Punkte, eigentlich nur 3. Der erste Punkt, wir haben ja das größte und dickste Buch der Bibel vor uns, die Psalmen. Aber sie bilden eine Einheit, die Bibel ist ja in viele unterschiedlichen Genres mit 66 Büchern versehen. Dieses Buch der Psalmen ist eigentlich ein 5-Buch. Aber das Erste, was ich betonen möchte, es ist eine Einheit, es ist der Psalter. Obwohl viele Autoren geschrieben haben, 7 sind uns namentlich bekannt, über die Hälfte hat David wohl geschrieben. Aber das Ganze läuft über einen großen Zeitraum und den ältesten Psalm werden wir auch noch dran bekommen heute Nachmittag. Mose hat schon bereits geschrieben, Psalm 90, und wir haben Psalmen, die aus der postexilischen Zeit sind, also kann man sagen, so um 1450 vor Christus bis 500 vor Christus, 900 Jahre Entstehungszeit für ein Buch. Da muss ja ein Autor dahinter stehen, der älter ist, als der älteste Methusalem je werden konnte. Also eine Einheit. Und Martin Luther schrieb hier schon vor ungefähr 500 Jahren in seiner Vorrede zum Psalter Folgendes. Ich lese das kurz vor. Und das betont die Einheit des Psalters. Das ist mein erster Punkt. Da schreibt der Psalter, das ist etwas verdeutscht. Der Psalter möchte wohl eine kleine Biblia heißen, darin alles aufs Schönste und Kürzeste, so in der ganzen Bibel steht, gefasst und zu einem kleinen Handbuch gemacht und bereitet ist, sodass mich dünkt, der Heilige Geist habe selbst die Mühe auf sich nehmen wollen und eine kurze Bibel und ein Exempelbuch von der ganzen Christenheit und allen Heiligen zusammenbringen, auf dass, wer die ganze Bibel nicht lesen könnte, hierin doch fast die ganze Bibel in ein kleines Büchlein verfasst hätte. Also die Bibel ist eine Einheit, eine kleine Bibel in der Bibel. So viel zur Einheit der Psalmen. Ein zweites zum Genre, zur Literaturgattung. Das ist ja was Besonderes, die Psalmen, das spüren wir sofort, wenn wir lesen. Die Psalmen sind sicherlich keine Lehrbriefe, keine Lehrtexte. Sie gehören zur Literatursorte der Poesie, der Dichtkunst, aber vor allen Dingen auch der Weisheit. Man zählt sie zu den Weisheitsbüchern. Das heißt, sie sind zwar keine direkte Lehre, aber sie sind alle lehrhaft. Teilweise sind sie sogar didaktisch und sie sind so geschrieben, dass man sie gut auswendig lernen kann. Zum Beispiel bei den alphabetischen Psalmen, da geht es mit A, B, C natürlich, Aleph, Bet, Gimel und so weiter, entlang des hebräischen Alphabets mit 22 Buchstaben. Kann man gut lernen. Gibt übrigens bei Psalm 139 auch 8 mal 22. Jetzt weißt du, wie viele Verse Psalm 139 hat. Musst du die dritte Grundrechenart anwenden.
22 mal 8. Also das ist das Genre hier. Der Psalter redet tatsächlich von allen wichtigen Themen, von den großen Themen in der systematischen Theologie, also von der Fundamentaltheologie, wer ist Gott, bis dann zur Eschatologie. Viele prophetische Aussagen sind darin enthalten. Und entsprechend wird dieser Psalter auch im Neuen Testament zitiert, häufig zitiert. Also die Form der Dichtung, der Poesie, nimmt von der Wahrheitsaussage und vom Wahrheitsgehalt dieses Psalters gar nichts weg. Es ist alles voll wahres Wort. Wir müssen nur berücksichtigen, dass es Dichtung ist. Also auch die Psalter ist absolut irrtumsfrei, autoritativ, weil es von Gottes inspiriertes Wort Gottes ist. Nun, viele von diesen Psalmen sind auch Gebete, also Anrufungen des höchsten Gottes. Aber das Schöne daran ist, dass sie uns auch in die Seele des Glaubenden blicken lassen, in seine Emotion, was er empfindet. Also wie seine Beziehung zu Gott innerlich auch lebt. Und das macht sie so sympathisch. Also man kann da mitfühlen, sympathisch sein. Denn der Glaubende, und das teilen wir alle, soweit wir Glaubende sind, der Glaubende bringt ja alles in Verbindung zu Gott. Glaube heißt Gott in die Umstände bringen, nicht ihn ausschließen, hineinbringen. Das macht der Glaubende, selbst in verzweifelster Lage. Und darum haben die Glaubenden aller Zeiten zu dieser Schatzkammer Davids, wie der Kommentar von Spurgeon heißt, zu dieser Schatzkammer Davids reichlich gegriffen und daraus geschöpft. Manchmal auch in manchen Traditionen hat man sie wörtlich gesungen und gebetet. Das war das Zweite. Und dann will ich noch was sagen, etwas nähergreifend, dass dieses Buch, wenn auch eine Einheit, dann doch eine Struktur hat. Die Psalmen wurden mich jetzt nicht irgendwie der Reihenfolge chronologisch angeordnet oder geordnet nach den Autoren oder nach den Themen. Man hat sie in 5 Bücher unterteilt. Das hat man bestimmt gemacht in Anlehnung an die Tora, an die 5 Bücher Mose, die am Anfang unserer Bibel stehen. Und im Text der Tora erkennt man durchaus diese Einteilung, weil am Ende jedes Mosebuches ein Lobpreis ist. Und es nimmt uns nicht Wunder, im Psalter, am Ende eines Psalterbuches, ist auch immer ein Lobpreis. Und das ist doch wunderschön, dass man diese Einteilung direkt im Text sehen kann. Also jede gute Theologie endet mit Doxologie. Jede gute Aussage über Gott muss enden im Lob Gottes. Dafür ist uns Erkenntnis geschenkt, dass wir ihn loben. Gott kennen ist Leben und ihn loben und preisen. Und das werde ich gleich noch vertiefen. Also so hat man versucht, auf verschiedene Weise diese beiden 5 Bücher der Tora Moses und der 5 Bücher des Psalters auch in Parallelen zu sehen. Hier sehen Sie ganz grob, wie man diese 5 Bücher Mose, die Tora unterteilen kann, welche Hauptthemen da sind. Aber jetzt vom Bibeltag her könnte man jetzt diese Parallele auch versuchen. Das soll nur eine Andeutung sein, um zu zeigen, dass auch unsere 5 Psalmen, die wir ausgewählt haben, repräsentativ jeweils für ein Buch stehen. Man kann ja sehen, am Anfang geht es im ersten Buch um die Menschenschöpfung. Das sind die Psalmen 1 bis 41. Und dann haben wir gedacht, ja, das passt ja wunderbar. Also reden wir in dem Psalm, den wir aussuchen, von dem Menschen, wie er erschaffen wurde. Dann werde ich noch über Psalm 51 reden, wo deutlich wird, dass dieser Mensch ja auch gefallen ist. Und zwar tief gefallen ist, aber nicht ohne Hoffnung. So hören wir von Drangsal, aber wir hören auch von Rettung im zweiten Buch. Und so kann man praktisch die Themen unseres Bibeltages so aufstellen und kann in dieser Tabelle sehen, wie die Zusammenhänge sind. Und ich finde die sehr interessant, darüber kann man sehr viel nachdenken. Wir werden heute Nachmittag dann noch hören über Psalm 73. Gott ist heilig und wer ihm nahen will, muss Priestervermittlung haben und Opferdienst haben. Da sehen wir, dass der Mensch tatsächlich in einer bösen Welt ist, dass er in einer verdrehten Welt lebt ohne Gott. Und zu Gott zu kommen, braucht es besondere Anstrengungen seitens Gottes. Und Gott hat da auch reagiert. Gott ist heilig und Gott möchte letztlich, dass wir so werden wie er, damit wir auch Gemeinschaft mit ihm haben können. Und das lesen wir dann auch im Neuen Testament alles ausgeführt. In Numeri sehen wir, wie das Volk in der Wüste sitzt und viele, viele Fehler macht, dass der Zorn Gottes auf sie kommen muss. Gott hat gesagt, jetzt habt ihr mich schon 10-mal versucht, er muss sie strafen, ob ihres Unglaubens und ihrer Rebellion. Und man sieht, dass der Mensch tatsächlich
ohne dass Gott sich immer wieder sich um ihn kümmert, vergehen würde. Wir lesen von der Vergänglichkeit des Lebens und dass der Mensch in die Zeit geworfen sich fühlt wie ein lebendiger Fisch in den Staub der Sahara. Irgendwie ist Zeit nicht das Medium, für das der Mensch geschaffen ist. Ja, das ist auch etwas, was dann im Prediger steht, dass wir die Ewigkeit haben in unserem Herzen. Und dann im letzten Buch eine Predigtserie von Moses am Ende seines Lebens, der als Führer das macht, was Führer im Volk Gottes machen müssen. Er befiehlt sie Gott und seinem Wort an. Das machen alle großen Führer in der Bibel. Mose macht es auch so. Und so ist es ein Buch, das ganz viel zum Herzen redet. Ihr könnt mal unterstreichen das Wort Herz in 5. Mose. Gott redet mit seinem Wort ins Zentrum unserer Persönlichkeit, mitten ins Herz hinein. Und dieses Motiv finden wir auch immer wieder im 5. Psalmbuch. Wir sind gekannt von Gott, er weiß, wo wir sind, er findet uns, er redet zu uns und das bedeutet Rettung. So viel vielleicht als Einleitung. Wir fokussieren uns jetzt auf das erste Psalmbuch. Das Thema heißt Mensch und Schöpfung. Psalm 8 steht da im ersten Psalmbuch und wie im ersten Buch der Tora, der Genesis. Also da steht, bei der Genesis steht Bereshit, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das ist also das Buch der Anfänge, was auch Genesis letztlich heißt, Ursprünge, Anfang. Und dort wird also der Mensch, wo kommt er her, was ist sein Wesen, wie wurde er gemacht, erklärt im Rahmen der Schöpfung. Im Rahmen der Schöpfung. Ich gehe ganz kurz durch das erste Psalmbuch durch, um unserem Psalm 8 noch etwas zu verorten. Also wenn du anfängst zu lesen, dann findest du am Anfang der Psalmen den entscheidenden Doppelpsalm, der erklärt, wie ein Mensch leben soll. Also Weisheit nennt man das. Weisheit ist die Kunst, ein Leben erfolgreich zu führen. Und wenn ein Mensch sein Leben erfolgreich führen will, muss er Gottes Wort befragen. Wie geht's? Du hast mich gemacht, wie soll ich leben? Und dann wird er uns auch sagen, wie es geht. Und letztlich vorgreifend, er sagt es schon in den ersten Kapiteln, der Mensch ist gemacht von Gott zu leben und zu herrschen. Wir werden das aufgreifen. Leben und herrschen, das ist die Aufgabe, für die wir gemacht sind, wesensartig. Doppelpsalm 1 und 2 liefert uns die wichtigsten Prinzipien, die wir alle kennen und der nächsten Generation weitergeben müssen. Weil an Psalm 1 lernen wir, es beginnt ja mit glückselig, also ist eine Verheißung, ein Verheißungswort. Und da steht, wenn wir Gottes Wort kennen, lieben und es tun, also Gottes Wort gehorchen, das ist das Verheißungswort, dann können wir glückselig sein. Und der Psalm 2 schließt sich etwas in anderer Redeweise an und schließt letztlich auch wieder mit einem Verheißungswort, einem Glückseligkeitspreisung. Also in dieser Klammer von Anfang Psalm 1 bis Ende Psalm 2 wird uns gesagt, wie wir leben sollen. Und im Psalm 2 ist der Schwerpunkt, wenn man es so formulieren will, Gottes Sohn gehorchen. Gottes Wort gehorchen, Gottes Sohn gehorchen. Das ist das Oberste, was wir an Weisheit wissen, wie das Leben gelingt. Also sozusagen das geschriebene Wort Gottes und das lebendige Wort Gottes zusammen. Das ist der Einstieg in die Psalmen, die uns hier die Weisheit geben, wie ein Mensch glückselig leben kann. Psalm 8, auf den wir gleich eingehen, da lesen von einem Menschen, wie er erniedrigt wird, aber dann auch wieder erhöht werden wird. Darüber ist der Psalmist ganz erstaunt, sehr erstaunt. Das werden wir gleich anschauen. Dann kommt der Doppelpsalm 9 und 10. Und dort lesen wir, dass es auch gesetzlose Menschen gibt. Wir merken ja, Kapitel 3 in der Tora, in der Genesis, steht ja vom Sündenfall. Sehr schnell müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und so lesen wir dann auch in den Psalmen gleich hier von gesetzlosen Menschen, die sich gegen Gott erheben, die den ewigen Gott Jahwe verachten, aber deren Fallen und Gericht sicher ist. Ich mache einen Sprung zu Psalm 22 und dort lesen wir dann von der tiefen Erniedrigung eines speziellen Menschen, der völlig zur Ehre Gottes lebt, aber dann leidet und stirbt. Und dann heißt es wunderschön in diesem Psalm 22, dass ein Menschengeschlecht, da steht ein Same, also ein Menschengeschlecht würde geboren werden, dass diesen Menschen, der sich so tief erniedrigt hat, für seine große Tat ewig erheben wird. Ich springe zu Psalm 40, dann sind wir am Ende, 40 und 41, das Ende dieses ersten Buches.
Psalm 40 spricht dann vom vollkommenen Menschen, der sich nicht selbst in Stolz und Lüge erhebt, sondern sich als demütig und wahrhaftig erweist, weil er Gottes Gebot im Herzen bewahrt und stets den Ewigen anbetend erhebt. Und so endet dann auch Psalm 41 mit dem Aufruf: Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Also jedes Buch schließt mit einer Doxologie, ja, das ist sie. Und das ist auch ein Motto, das wir nicht vergessen dürfen. Darum geht es uns im ersten Psalmbuch. Ich schließe ein Fazit aus diesem biblischen Kontext. Wir lernen hier im ersten Psalmbuch, dass der Mensch dazu geschaffen, ja, bestimmt wurde, wesensartig bestimmt wurde, Gott, seinen Schöpfer, zu kennen und ihn zu lieben und ihn beständig zu verehren. Ich will das so formulieren heute Morgen: Es ist der eigentliche Lebensmodus, die Art und Weise, wie ein Mensch menschenwürdig lebt. Bisschen steil vielleicht, aber es ist wirklich so. Die wesensartige Bestimmung von uns Menschen ist, dass wir Gott kennen, ihn lieben und ihn verehren. Dazu sind wir gemacht worden, zum höheren Ehre Gottes. Und dann, wenn wir das tun, dann erleben wir Erfüllung, dann erleben wir Glückseligkeit, dann haben wir höchsten Lebensgenuss. Also was Besseres kann uns nicht passieren. Ist euch das klar? Oh, also nördlich der Mainlinie sagt man sie. Ist Ihnen das klar? Also ich komme aus dem Süden, wie man hörte. Also südlich des Weißwurst-Äquators. Wenn ich das einfach jetzt hier so sage, dann mache ich irgendwie ein Heimspiel. Sie glauben das ja wahrscheinlich alle von Herzen. Aber wie weit sind wir davon abgekommen in der Gesellschaft? Es ist völlig egal, ob wir jetzt Politik nehmen oder ob wir Kirche nehmen. Wie weit sind wir davon abgekommen, den Menschen so zu verstehen? Unser Hauptpunkt zu Psalm 8 heißt deswegen: Wir wollen Gott miteinander öffentlich loben, denn das ist größte Freude. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft und zur Anbetung Gottes. Also gehen wir zu Psalm 8. In der Schrift steht, Hebräer 2, dass wir uns jetzt einem Text zuwenden, den irgendwo jemand bezeugt und gesagt hat. Also ich hoffe, Sie finden diesen Text irgendwo in Ihrer Bibel. Ich lese die Vorbemerkung des ersten Psalms, Vers 1. Vers 1. Da steht hier: Dem Vorsänger nach der Gittit, ein Psalm von David. Das ist die Vorbemerkung. Und ich habe darüber geschrieben: Gott miteinander öffentlich zu loben ist eine große Freude. Wie komme ich da drauf? Schauen wir uns kurz drei Punkte an, die uns der Text hier liefert. Der Text macht uns mindestens drei Angaben. Das erste ist: Wer ist der Autor? Und hier steht: Psalm 8 stammt von David. Nun, ich habe schon gesagt, er hat über die Hälfte der Psalmen verfasst, da steht zumindest sein Name, vielleicht sogar noch mehr. Okay, wir wissen also, mit wem wir es zu tun haben. Jener zweite König im Königtum Israels. Zweitens steht hier: Vorsänger, dem Vorsänger. Nun, der Vorsänger wird in vielen Psalmen, in 55 insgesamt, erwähnt. Also es ist eine Anweisung, wie dieser Text vorzutragen ist, nämlich im Gesang, und zwar nicht das, in einem Monogesang, dass da einer ein Solo macht, sondern dieser Vorsänger ist hier sowas wie ein Leiter, ein Vorsteher, man könnte sagen heute vielleicht ein Dirigent, egal bei welcher Arbeit, aber hier geht es natürlich um den Tempelgesang. Das heißt, der Chef der Musik, dem wurde das gewidmet. Was sollte er damit machen? In den Tresor einstecken oder mal lesen zur Andacht persönlichen? Nein, er sollte Musik dazu machen und er sollte es aufführen, öffentlich im Gottesdienst. Und das ist sehr spannend hier. Also Psalm 8 ist kein Privatlied mit einem privaten Thema, sondern das ist der ganzen Gemeinde Israels so gedacht, für den öffentlichen Gottesdienst. Das wollen wir beherzigen. Und das Dritte, was hier steht, nach der Gittit, sehr rätselhaft, was das heißt. Und ich denke, es hat was über die Vortragsweise zu sagen. Es bedeutet, dass es mich ein fröhliches Lied ist. Ein fröhliches Lied. Das heißt hier wörtlich über das Gesetz, kann man sagen, es ist ein Lied betreffs der Kelter. Die Kelter, da wo der Wein entsteht. So übersetzt auch die Septuaginta und die Vulgata. Und nun, die Kelter steht in Gottes Wort meistens für den Wein, für die Freude.
So ist es meistens, kann man nachlesen, Jeremia 48, 33. Und sie steht auch für den großen Siegestag des Messias, wenn er seine Feinde endgültig zertreten wird und ab dann sein Friedensreich dann da ist und seine Herrschaft auf ewig mit den Seinen besteht. Also das ist der Anlass der Freude, dass er endgültig alle Widersacher besiegt hat. Also es soll ein Lied der Freude sein, des Jubels, dass endlich Friede da ist in seinem Reich. Das ist die Bestimmung dieses Psalms. Okay, so haben wir den Einstieg geschafft, Schuhlöffel zur Seite legen, jetzt können wir damit laufen. Wir haben hier den ersten Höhepunkt übrigens im ersten Psalterbuch eben. Nun fragen wir uns, wie dieser Höhepunkt, wo von Freude und von Sieg und Herrschaft geredet wird, mit Inhalten gefüllt und verhaftet ist. Und dazu lese ich den ganzen Psalm. Ab Vers 2. Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät über die Himmel gestellt hast. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt, auch die Tiere des Fels, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Soweit Gottes Wort hier. Also das Erste, was wir hier inhaltlich lernen, ist, dass das Lob Gottes die Seinsbestimmung des Menschen ist. Also Gott zu loben ist die Seinsbestimmung des Menschen. Verse 2 und 10, die Klammer, die sich um den ganzen Inhalt setzt, womit es Anfang hat und Ende hat, mit wo es beginnt und mit was es endet. Und so merken wir, das ist ein Lobpsalm. Da gibt es ja noch mehr, Psalm 19, 29 und so weiter. Und wir merken, dass das wirklich das alles zusammenhängende Thema ist in Psalm 8. Und deswegen werde ich darauf jetzt immer wieder hinweisen. Und ihr werdet nachher in die Pause gehen. Wisst, genau dieses ist unser Spruch. Unser Herr, der Ewige, ist herrlich und sein Name ist auf der ganzen Erde. Das Lob Gottes kommt ja jetzt hier nicht überraschend, wenn man die Psalmen so nach und nach durchliest, dann sieht man, dass David mit dem Psalm 8 nur das erfüllt, was er im Psalm 7 davor schon gesagt hat, Vers 18, da lesen wir, ich will Jahwe, also den Ewigen, nach seiner Gerechtigkeit preisen und den Namen Jahwes des Höchsten besingen. Das hat er sich fest vorgenommen. Psalm 8 macht das. Sollten wir auch tun. Wenn wir einen festen Vorsatz haben, Gott zu loben, ihm Lob und Dankopfer zu bringen, dann sollten wir sie auch bringen. Und er macht's hier. Die Schlachter hat hier, Schlachter 2000, ich will dem Herrn danken, also Preis und Dank gehört hier zusammen. Für seine Gerechtigkeit und dem Namen des Herrn des Höchsten will ich Lob singen. Genau das macht also David hier im Psalm 8, er beginnt mit dem Lob Gottes und er endet mit dem Lob Gottes. Das heißt, alles, was man von Gott sagen kann, müssen wir einrahmen mit dem Lob Gottes. Also sozusagen, das Lob Gottes ist der goldene Rahmen um jedes Stück Gottes Erkenntnis, das wir aus der Schrift gelernt haben. Sinclair Ferguson hat ein sehr schönes Zitat hier, das auf den Punkt bringt. Er schreibt nämlich, das Ziel der Theologie, also das Forschen, wer ist Gott, wie ist Gott, das Ziel der Theologie ist, und was würdest du jetzt sagen? Was würdest du jetzt sagen? Was ist das Ziel, sich mit Gottes Erkenntnis zu beschäftigen? Wozu forschst du in der Schrift? Damit ich weiß, wie ich morgen leben muss? Wen ich heiraten soll, welchen Beruf ich ergreifen soll, ja, ist alles sehr wichtig. Aber dann hätten wir das Pferd von hinten aufgezäumt. Das Ziel der Theologie, schreibt Sinclair Ferguson, ist die Anbetung Gottes. Die Anbetung Gottes. Gott kennen ist Leben, Johannes 17, Vers 3. Gott kennen ist Leben. Gott anbeten ist Lebensstil. Soll ich es nochmal sagen? Gott kennen ist Leben und Gott anbeten ist Lebensstil. So einfach ist es. Anbetung als Lebensstil non plus ultra. Naja,
Das wirft natürlich dann selbstkritische Fragen auf. Wie sieht denn das bei mir aus? Ist das mein Lebensstil? Ist das mein Lebensstil? Wenn wir uns also heute Morgen fragen, was ist der Mensch wirklich, dann ist hier die erste, die beste, die klarste Antwort. Der Mensch ist jemand, der von Gott so angelegt und gestaltet wurde, dass er Gott, dem er alles zu verdanken hat, Leben, Luft und Liebe, beständig lobt und preist. So sind wir angelegt. Und wem das zu langweilig erscheint, so wie in der Geschichte von Ludwig Thoma, ein Münchner im Himmel, ich darf das als Bayer erzählen, da gibt es einen Alois Hinger, der Aloysius, und der dann sich als Engel auf der Wolke 7 da wiederfindet und sich da zu setzen hätte, um zu frohlocken und Halleluja zu singen, aber dann ob seines grottenhaften Gesangs dann den Himmel in Aufruhr bringt. Also das ist so diese Verspottung dieser Idee, ja. Nein, hier schon und oben wird unsere größte Erfüllung sein, Gott zu loben. Das wird überhaupt nicht langweilig sein. Und ich kann euch sagen, ihr werdet so super singen, dass sogar Johann Sebastian Bach sich hergibt, als Dirigent eures Chores zu dienen. Bruder Johann Sebastian. Freuen wir uns schon drauf, oder? Mal sehen, ob er uns zulässt in seinen Konzertsaal. Das ist also eine ernste Sache. Wenn du das langweilig findest, Gott zu loben, wieso willst du Christ werden? Unsere Hoffnung, unsere Erfüllung, unser Ziel ist, ein Ort zu haben, wo wir miteinander, mit allen Heiligen um den Thron Gottes stehen und mit beständigem Lobpreis Gott erheben. Wir kriegen ja ein paar so Einblicke in den Himmel, Offenbarung 5, würde ich hier gerne zitieren, dass ihr wisst, wo es hingeht. Da sehen wir die ganze Versammlung dort, da heißt es, und jedes Geschöpf, das in den Himmeln und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, also universal alles, was ihnen ist, hörte ich sagen. Der Seher hört jetzt Folgendes. Die sagen Folgendes, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und hier kommen die Gläubigen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wenn du das nicht als erstrebenswert siehst, musst du kein Christ werden. Es gibt auch einen Ort der Finsternis. Aber ich sage dir, lass dich begeistern, wirklich menschenwürdig zu leben. Das ist unser Ziel, da will Gott uns haben. Nun, in den Versen 3 bis 9 bewundert David drei Taten Gottes. Und die bringen ihn total ins Erstaunen, die kommen ihm fast so vor wie ein Paradoxon, also sozusagen so erstaunliche Dinge, dass sie ihm fast widersinnig vorkommen. Das meinen wir mit Paradoxon. Also er ist völlig erstaunt, dass Gott über alles Erhabene sich zu winzigen Menschen herabneigt und sie dann zu Herrschern über diese große Erde und ihre tierischen Bewohner macht. Also Gott, der Höchste, beugt sich herab, um den Niedrigen zu packen und ihn zu Herrscher über alles zu machen. Diese Bewegung ist höchst erstaunlich. Und so sehen wir hier in Vers 2, wie er schon mit diesem Kontrast arbeitet. Jahwe, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät über die Himmel gestellt hast. Also Gottes Majestät übersteigt die Himmel, können wir hier lernen. Sie ist also überirdisch, wir sagen da transzendent, also weit übersteigend. Aber gleichzeitig ruht sein Name, sein herrlicher Name auf der ganzen Erde. Also er ist auch gleichzeitig hier immanent. Er ist persönlich hier, nicht der Name spricht von der Person. Also der, der über allem ist, getrennt von seiner Schöpfung, ist aber auch hier, sogar auf diesem kleinen Planeten Erde. Persönlich. Und du fragst dich, wie kann der Himmlische, der Ewige, der Transzendente sich so erniedrigen in dieses Weltall, in diese Galaxie, in der wir stecken und in dieses Sonnensystem, in dem wir stecken und dann dieses Staubkorn Erde. Wie geht das? Größtes Erstaunen. Größtes Erstaunen. Es soll 10 hoch 22 solcher Sonnen geben. Warum gerade unsere? Warum gerade unser Sonnensystem? Und ich lege nochmal die Betonung drauf. Er ist persönlich hier. Persönlich. Er ist persönlich da. Wie herrlich ist dein Name persönlich? Der Name ist unverwechselbar verbunden für seine Person, es steht für seine Offenbarung. Hier steht ja auch der Name
Jahwes, also des Bundesgottes Israels, also der Ewige, der Unwandelbare. Und dann steht auch noch hier, dass er der Herr ist, oder wie Luther sagt, oder die Zürcher, der Herrscher über alles. Er ist da. Also sein Name ist ja so herrlich, dass uns im dritten Gebot vom Dekalog ja verboten wird, ihn zu gebrauchen, zu meineiden oder einfach gedankenlos hinterherplappern. Also wenn Gott die Erde betritt, dann scheint seine Herrlichkeit auf. Eine Herrlichkeit, die unheimlich groß ist. Man sich fragt, wie kann die Erde diese Herrlichkeit überhaupt ertragen? Und wir wissen natürlich, von was die Bibel hier spricht, wenn sie es auch versteckt hier noch tut. Weil das wurde ja irgendwann mal dann auch sichtbar. Vor 2000 Jahren kam Gott in der Person des Sohnes auf diese Erde. Es geschah wirklich. Bethlehem, es geschah wirklich. Und da lesen wir dann im Johannesevangelium, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Ich habe gerade von Johann Sebastian Bach gesprochen, der leitet seine Johannespassion mit diesem Psalm 8, Vers 2 in einer ganz großartigen Doppelouvertüre ein. Und die hat folgenden Text. Ich finde den genial, den Text, weil er verbindet die Herrlichkeit Gottes mit der Passion des menschgewordenen Gottessohnes. Da hören wir, wie gesungen wird, zweimal mit Generalpause. Es wird zweimal gesagt, damit wir es nicht verpassen können. Hier ist die Herrlichkeit Gottes, die uns besucht. Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist, zeig uns durch deine Passion, dass du, der wahre Gottessohn, zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist. Ich finde das fantastisch, wie er mit wenigen Sätzen poesievoll und hier mit wunderbarer Musik das Johannesevangelium eindampft auf die wesentliche Aussage. Unsere Frage war, was ist der Mensch wirklich? Was ist sein Lebensmodus? Und ich fasse Vers 2 mit Vers 10 jetzt so zusammen, und ähnliche Sprüche werde ich noch einige bringen. Menschenwürdiges Leben gibt es nur in der von Lobpreis geschmückten Anerkennung der Größe Gottes. Klingt kompliziert, ja? Ich sage es nochmal. Menschenwürdiges Leben gibt es nur in der von Lobpreis geschmückten Anerkennung der Größe Gottes. Bewegt es dein Herz? Wir kommen also jetzt zu diesen drei erstaunlichen Tatsachen, die fast wie paradoxal klingen, die aber unsere Anbetung beständig herausfordern sollten, anfeuern sollten, nähren sollten, denn sie reden im Kern von Gott und seinem Handeln. Also im Psalm 8 geht es nicht um den Menschen hauptsächlich, sondern um Gott. Und dann verstehen wir auch, wer der Mensch ist. So rum müssen wir das Pferd aufbauen. Das erste Paradoxon, wenn man so sagen will, lautet: Gott lässt Kinder reden, um damit die Feinde zum Schweigen zu bringen. Das ist doch paradox, oder? Ich lese den Vers. Vers 3. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet. Ja, so sagt es der masoretische Text. Die Septuaginta hat hier: hast du Lob bereitet. Eine englische Übersetzung sagt: established praise, also Lobpreis. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Lob oder Macht gegründet. Und dann wird gesagt, warum? Was ist das Ziel? Um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Aha, also ich habe darüber geschrieben: Gott, der Kinder reden lässt, damit Feinde schweigen. Das ist doch echt interessant. Also wenn man mächtige Feinde zum Schweigen bringen will, dann muss man ja oft gewaltsame Maßnahmen ergreifen. Also schon der Ausdruck, jemanden zum Schweigen zu bringen, steht ja als Euphemismus für jemanden umbringen, oder? Also härteste Maßnahmen. Als Ultima Ratio. Jemanden zum Schweigen bringen heißt, ja. Und das klingt doch hier wirklich wie ein Paradoxon. Also der Himmlische bedient sich der Münder, der Unmündigen, um die aufgerissenen Mäuler seiner größten wahnsinnigen Feinde zum Schweigen zu bringen. Ist das nicht paradox? Gott kann das. Wir lesen die erste, vielleicht nicht letzte Erfüllung dieser Prophetie in Matthäus 21 im Leben Jesu. Da zitiert er der Herr das. Da war folgende Situation, Matthäus 21, 14, lese ich mal hier vor. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er, Christus,
heilte sie. Er tut also göttliche Wunder. Als aber die Hohenpriester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, hier kommen sie, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna, dem Sohne Davids. Da wurden sie begeistert und sagten, genau, hier ist der Sohn Davids. Lasst uns ihn krönen. War es so? Die, die die Bibel am besten kannten, die das Volk Gottes führen sollten, was haben sie gesagt? Sie wurden unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Und Jesus aber spricht zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Das war das Zitat, Psalm 8. Und Jesus verließ dann die Stätte, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien, weil da hat er gemerkt, da hat er keinen Platz und übernachtete bei seinen Freunden in Bethanien. Also wissen wir, dass hier prophetisch zumindest diese Situation mit gemeint war. Also Gottes Majestät steht über den Himmel, hat Vers 2 gesagt, aber der Größte bedient sich der Kleinsten, der Unmündigen, um seine aufgeblasenen Feinde auf der Erde zum Schweigen zu bringen. Was lernen wir persönlich daraus? Zumindest dieses, du bist nicht gering, niemand ist so gering, um das Lob Gottes auszusprechen. Wenn Kinder es können, dann kannst du es auch. Machst du es? Bist du da zum Lob Gottes? Also aus diesem Spannungsfeld hier sehen wir, dass sich auch Psalm 8 schon im Kontext einer gefallenen Schöpfung verfasst wurde. Und wir sehen, hier sind Bedränger, Feinde, Rachgierige. Aber weißt du, das stellt Gott nicht vor ein Problem. Es gefällt ihm sogar, seiner sich mächtig dünkenden Feinde ihrer zu spotten. Psalm 2 sagt es schon, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet ihrer. Ist manchmal gut, das tröstliche Wort zu wissen, da ist einer, der es über allen Bedrängern, Feinden und Rachgierigen. Und er nimmt Kinder, um sie zum Schweigen zu bringen. Also ich finde das großartig, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist es nicht toll? Also wer ist der Mensch wirklich, ist unsere Frage. Und Vers 3 fasse ich jetzt so zusammen. Menschenwürdiges Leben gibt es nur im Lobpreis Gottes. Auch angesichts der Feinde Gottes. Die sollen uns nicht ins Mauseloch uns zurückdrängen, sondern wenn die Übergriffigkeit, das ist der eine Vers hier, Übergriffigkeit des Staates, also Bedrängnis vielleicht auch durch falsche Brüder, die Feindschaft der Nichtglaubenden, vielleicht auch die Rachgier der von Gott in die Schranken gewiesenen, wenn die uns unsere Verletzlichkeit, unsere Kleinheit, unsere Ohnmacht deutlich macht, dann haben wir als Gemeinde Gottes jeden Grund, uns zum Lobpreis Gottes zu versammeln. Dann haben wir jeden Grund dazu. Psalm 68, Vers 27, preist Gott den Herrn in den Versammlungen, die ihr aus der Quelle Israels seid. Das dürfen wir auch auf uns anwenden. So, das war das erste Paradoxon. Und dann wendet David sozusagen seinen Blick, Vers 4, von diesen kleinen Kindern ab und er blickt hinauf. Wahrscheinlich eine Nachtszene, eine Hirtenszene, der oft draußen war. Paradoxon Nummer 2. Gott, der das Weltall schuf, kümmert sich um das Hinfällige, um die Erdlinge, die von Staub geborenen. Also nochmal, ja, das Weltall. Wir können ja nur so und so weit kommen, dann gibt es doch so eine Wahrnehmungsschwelle, weiter können wir nicht gucken und wir schätzen, wir haben 10 hoch 22 Sonnen dort. Also ist alles nur geschätzt, keiner hat es gezählt, weil zählen könnte man es inzwischen mit dem schnellsten Computer, den wir momentan haben, in USA 3,5 Jahre könnte man addieren, bis man so weit käme, 3,5 Jahre dauert es. Aber das Problem ist, er nennt sie ja auch mit Namen, gell? Und das klappt nicht, also da haben wir, obwohl der glaube ich 200 Petabyte Speicher hat, der würde die Namen gar nicht gespeichert kriegen von so viel Sonnen, die er mit Namen herausruft. Ah ja, also ich lese lieber hier Gottes Wort, bevor ich weiter fantasiere. Wenn ich anschaue, deine Himmel, sagt David hier, deiner Fingerwerk, also das hast du gemacht mit deinen Fingern, gestaltet mit den Fingern, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Also David arbeitet wieder mit starken Kontrasten. Er blickt empor zum Himmel. Der Gotteshimmel ist, lesen wir hier, zum Mond, zu den Sternen, all den glitzernden Sternen, die wie Diamanten
auf dem schwarzen Samt des nächtlichen Firmaments verstreut liegen. Er erwähnt die Sonne nicht, also ist wahrscheinlich ein Nachtlied. So sagt es auch Delitzsch. Wie oft hat er als Hirte wahrscheinlich des Nachts gestanden, hat er raufgeschaut zu den Sternen, wisst ihr noch ohne Lichtverschmutzung, der hat wirklich noch die Milchstraße gesehen, tausende von Sternen. Und er fragt sich, wer ist in der Lage, so ein Weltall ins Dasein zu rufen? Und der nächtliche Betrachter spürt dann, wie sich diese scheinbare Unendlichkeit des Raums, des Alls tief beeindruckend auf seine Seele legt. Und selbst Nichtglaubende stehen ja oft mit offenem Mund da vor dieser unendlichen Tiefe und Schönheit des Nachthimmels und dann drehen sie sich um und blabbern diesen atheistisch-naturalistischen Nonsens nach. Ja, das ist alles von selbst entstanden. Kein Geist, nur Materie, kein Sinn, nur Zufall. Alles entstand aus dem Nichts im großen Knall. Wir haben ab und zu an unserer Hochschule Harald Lesch zu Gast gehabt. Der kann dir das ganze Märchen der 15 Milliarden Jahre in 60 Minuten erzählen. Das ist ein Märchenonkel sondergleichen. Ich habe mal versucht, wie viel Prozent dieser Zeit er selbst gelebt hat, um das zu beobachten, was er sagt. Aber Astrophysiker haben da keine Probleme. Der Glaubende jedoch, der wird nicht enden, die Majestät und Erhabenheit und Größe und Herrlichkeit und Stärke und Kreativität dieses Schöpfergottes zu bewundern und zu singen. Das kann man in Offenbarung 4 nachlesen. Ich zitiere nur einen Vers um der Zeit willen. Da heißt es im Lobpreis, Gott, unser Herr, du bist würdig zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Machtbegründung, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Offenbarung 4. Also wer ist der Mensch wirklich? Nicht eine Maschine, nicht ein Algorithmus, sondern ein gewolltes Geschöpf Gottes. Wir sind so klein, aber wir sind aus Gottes Hand gekommen. Das heißt, menschenwürdiges Leben gibt es nur in Anbetung unseres großen Schöpfer Gottes. Und ich betone Schöpfer Gottes, unser Kreator. Nun, jetzt geht's weiter. Vom Blick in diese unendlichen Weiten des All ist offensichtlich David tief beeindruckt und vielleicht auch klein gemacht. Und dann schaut er auf sich und auf seine Mitmenschen. Da sieht er ja nicht unendliche Schöpfungskraft, da sieht er ja Hinfälligkeit, Begrenztheit, Kleinheit, Schwäche. Die Übersetzung, die ich hier zitiere, ist etwas, die verbirgt etwas bisschen das Wortspiel, das David hier hat. Das heißt es ja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast. David spricht zuerst von Enosch. Das ist einfach der Schwache, der Hinfällige. Und dann spricht er von Adam, von dem Rötling, von dem Erdling, dem von der Erde, vom Staub der Erde genommenen. Das ist ja das ganze Gegenteil von dem, wo er gerade in Vers 4 gesprochen hat. Dem Erhabenen, dem Starken, dem Himmlischen, der mit seinen Händen Sterne an den Himmel geworfen hat, wie es in einem Lied falsch heißt. Er hat ja einfach gesprochen und dann stand es da. Also ich bin ja auch ein bisschen Managementlehrer. Wenn Menschen, so ich wie du und ich, Führungsaufgaben wahrnehmen, dann müssen sie sich auf die großen, auf die wichtigen Dinge konzentrieren, wenn sie erfolgreich sein wollen. Also ein guter Manager hat gar keine Zeit, sich um einzelne Menschen und Details zu kümmern. Sie dürfen sich also damit gar nicht beschäftigen. Man nennt das mit Micromanagement. Wer das versucht, der ist kein guter Führer. Aber bei Gott ist das total anders, gell? Deswegen sind Management-Theorien eben nicht geeignet, Gott zu erklären. Gott ist der Größte und er kümmert sich um das Kleinste, weil er mit Komplexität kein Problem hat. Wir wohl. Abstraktion ist unser einziges geistiges Mittel, um Komplexität irgendwie zu ergreifen. Gott hat das Problem überhaupt nicht, überhaupt nicht. Er, der absolut Größte, der nimmt sich auch des Geringsten an. Er kümmert sich um den Schwachen, den Hinfälligen, den Erdling. Er hat auf ihn Acht. Das heißt, er kümmert sich fürsorglich um den Einzelnen, um dich und um mich. Fürsorglich. Da ist ein Vater da droben. Er kümmert sich sogar um den geringsten Sperlinge. Er hat auch die Haare auf deinem Haupt gezählt. Bei manchen ist er da schneller fertig. Wie gut zu wissen, dass Gott, unser Schöpfer, ein fürsorglicher Gott ist. Alle Menschen, die Probleme haben, Sorgen haben und Nöte haben,
Er kümmert sich. Er ist fürsorglich für Gerechte wie Ungerechte. Alle profitieren von der Güte und Menschenliebe Gottes. Das ist in der Theologie die sogenannte allgemeine Gnade. Wisst ihr, wenn es die nicht gäbe, wenn Gott nicht so wäre, würde es nicht regnen, da würde die Sonne nicht scheinen, da gäbe es nichts zu beißen. Wir würden sterben. Und so ist dieses, wie auch Kyle und Edith schreiben, ein lyrisches Echo auf diesen wunderbaren Schöpfungsbericht, den wir in 1. Mose haben. Und so wird unser Blick geweitet zum Urgrund unseres Seins, zu unserem Schöpfergott, der in allen seinen Plänen ewig gute Absichten verfolgt. Nun, vielleicht ein kleiner christologischer Ausflug und dann muss ich auch zum Schluss kommen. Wir wissen natürlich als Leser vom Alten und Neuen Testament, warum und was dieses Besondere ist, dass sich Gott zum Menschen so, wie er es getan hat, herabneigt. Wir wissen, dass die Trinität, die Gottheit, vor aller Zeit in der Ewigkeit also beraten und beschlossen hat, dass der Sohn Gottes selbst Mensch werden sollte. Das ist das Faszinierende. Einer der drei Personen der Gottheit sollte Mensch werden und deswegen ist der Mensch was ganz Besonderes. Und so redet dieser Psalm letztlich prophetisch vom vollkommenen Menschen Jesus Christus, der dann, wie es Galater 4, Vers 4 heißt, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, dann heißt es, geboren von einer Jungfrau. Das ist nämlich das Wunder. Geboren von einer Frau heißt, er ist wirklich Mensch. Vollkommener Mensch. Und so nahm dann Christus in seiner Menschwerdung auch vollkommen das Wesen als Mensch zu seinem ewigen Wesen, als ewiger Gott hinzu. Und nach diesem berühmten Lobgesang in Philipper 2 wurde er dann in Gleichheit der Menschen. Er wurde auch in seiner Gestalt, in seinem Schema, in seinem Schema wie ein Mensch erfunden. Er war wirklich ganz Mensch, nicht nur äußerlich ein menschliches Mäntelchen sich umhüllt, sondern er war ganz Mensch nach Geist, Seele und Leib. Und er nahm dann in dieser Menschwerdung, in diesem Menschsein, den Platz tiefster Erniedrigung ein, machte sich zu nichts. Er entäußerte sich, sagt der Text, wie es für die Heilspläne unseres heiligen Gottes nötig war. Und wisst ihr, damit zeigt er, dass er, der Mensch par excellence, wie wir auch werden sollen, wie wir eigentlich hätten sein sollen. Er ist das Vorbild, er ist der vollkommene Mensch. Er zeigt uns die Seinsbestimmung des Menschen. Und er zeigt uns ganz besonders an seinem Leben und Wirken, unser Herr Jesus Christus, dass unsere Seinsbestimmung die ist, dass wir den von Gott angewiesenen Platz annehmen und einnehmen und ausfüllen. Und so will ich Vers 4 und 5 noch zusammenfassen und zum letzten Punkt kommen. Menschenwürdiges Leben gibt es nur, weil der große Schöpfer Gott erstens beständig über den Menschen wacht, ohne ihn geht es gar nicht, menschenwürdig leben. Und zweitens nur, wenn der Mensch seinen göttlich zugewiesenen Platz annimmt und einnimmt. Du musst dich draufsetzen. Ja, dazu bedarf es natürlich einer großen Tat, dass Jesus dann gekommen ist und für uns starb, damit wir herausgelöst würden aus unserem Elend. Es bedurfte eines Wunders kosmischen Ausmaßes. Das dritte und letzte Paradoxon, das von dieser Erniedrigung spricht, ist Vers 6 bis 9. Ich lese das. Der dritte und letzte Widerspruch, der zum Erstaunen führt. Da heißt es, denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, hast alles unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Hier lesen wir von der Erniedrigung und Krönung des Menschen. Auch hier wird wieder auf den Schöpfungsbericht angespielt. Aber zwei Einsichten zumindest können wir hier rausziehen. Erstens, wenn wir wissen wollen, wer ist der Mensch wirklich, müssen wir erstens auf den Herrn Jesus Christus blicken. Nur bei ihm können wir begreifen, was der Mensch eigentlich ist. Also woher und wozu er von Gott geschaffen wurde. Das können wir in seinem Gesalbten sehen. Und am Ende der Tage wird er dastehen, der Vollkommene, und wir, die vollkommen gemacht werden. Denn eines Tages werden wir ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Wir werden einmal so sein wie er. Das können wir uns doch gar nicht vorstellen, wir alten Erdlinge und Hinfälligen, oder?
oft kranken, frustrierten und sonst wie sündigen Jesus-Nachfolger. Und zweitens sehen wir auch, wie der Mensch in Christus alles, was er im Sündenfall verloren hat, ich sprach schon von den beiden Verheißungen und Seinszuweisungen, dass wir leben sollen, nicht? Dann haben wir gesündigt, sind in den Tod gefallen. Und dass wir herrschen sollen, das haben wir abgegeben an Satan. Jetzt sind wir unter der Sünde, verknechtet. Aber leben und herrschen werden wir in Jesus eines Tages wieder haben. Und dann werden wir wirklich aufatmen, dann werden wir wieder in unser Menschsein wirklich hineinkommen, in so viel größerer Herrlichkeit und Pracht und Vollendung. Also ich fasse das so zusammen, diesen Lobpreis, der von Jesus spricht, auf was man nicht heute in die Deutung reingehen kann. Ich möchte es nochmal so formulieren, menschenwürdiges Leben gibt es nur im zweiten Menschen, also in dem letzten Adam, in Jesus Christus, wie Paulus das so formuliert, weil er kam, er uns sich zutiefst erniedrigte und dann in Folge auch zuhöchst erhöht wurde, haben wir im Glauben eine lebendige Hoffnung, eines Tages ganz und vollkommen in unser Menschsein zu kommen. Diese Hoffnung hält uns fest. Wir werden es erleben. Jeder, der glaubt, wird es erleben. Das ist das Ziel der Errettung. Wenn die einen toben und eitle sinnen und auftreten und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und sagen, lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile, dann ist der Gläubige da im Lobpreis Gottes. Dieser berühmte Dreiklang der Rettung, sagt ja Gott, rufe mich an am Tag der Bedrängnis. Erster Punkt. Zweitens, ich will dich erretten. Und was ist die Folge der Errettung? Und du wirst mich verherrlichen. Das ist die Telefonnummer der göttlichen Nothilfe, 5015, ja, kennt ihr das? Und so schließt sich hier der Kreis da, wo in Vers 2 begonnen hat, Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich fasse zusammen. Unser Bibeltagsthema lautet ja, zwischen Elend und Größe, das Menschenbild in den Psalmen. Und wir haben anhand von Psalm 8 uns diese Frage gestellt, was ist wahrhaft menschenwürdiges Leben? Wer ist der Mensch wirklich? Und die Antwort, die wir aus dem Psalter, aus Psalm 8 bekommen, ist eine dreifache. Ich fasse es so zusammen. Menschenwürdiges Leben gibt es nur in Lebensverbindung mit dem menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Das ist Fakt. Anders geht es nicht. Versuche es gar nicht. Zweitens, menschenwürdiges Leben gibt es nur in einem Leben der frohen Dankbarkeit und der freudigen Anbetung Gottes. Und das Dritte, der Ausblick, unsere Beziehung zum Höchsten, zu Gott, dessen Bild und Gleichnis wir ja sind, nach seiner Schöpferabsicht. Und die Annahme dieser Seinsbestimmung in der Erlösung, das macht unsere Größe als Menschen aus. Nichts anderes. Nichts getrennt von Gott, nur dieses. So viel sollen wir lernen über, was ist der Mensch wirklich. Und so verstehen wir, dass Gott loben und danken wirklich die erfüllendste und ich sage mal unserem Wesen am meisten entsprechende Tätigkeit ist, die uns je wirklich packen und vereinnahmen darf. Das ist unser oberstes Lebensziel. Das ist unser oberstes Lebensziel. Und deswegen fährt dann auch David im Psalter weiter fort. In Psalm 9, der nächste, Vers 2 und 3 lese ich vor, da steht, ich will Jahwe mit meinem ganzen Herzen preisen, will alle deine Wundertaten erzählen, in dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster. Er hat nur ein Thema, der Höchste, und ihn zu loben. Und deswegen sollte in jeder Menschenrechtscharta, in jeder Präambel zumindest einer Menschenrechtscharta folgender Vers obendrauf stehen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn, Psalm 113, Vers 3. Das wäre wirklich Menschenrecht, das wäre Menschenwürde und das dürfen wir heute schon im Glauben ergreifen. Amen.